Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Factorio. Ich meine, es wäre irgendwas mit 8, 48, 28, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall eine neue Folge. Hier ist schon wieder Produktion zugange, das ist doch schön. Wir zoomen mal ein bisschen näher ran. Und dann gucken wir mal, ja, wir hatten das ja angestoßen hier oben, irgendwo die Getränke. Hier gucken wir aber auch mal rein. Ja, das braucht man für die grünen Tränke, glaube ich. Die sind hier, ne? Ja, da brauchen wir dann das. Okay, da kommen jetzt aber keine Fließbänder mehr raus. Machen wir aber da mal mit. Und hier oben waren die roten, ne? Genau, da läuft aber noch was. Wir können aber mal die 75 da reinstecken. Oh, oben ist wohl ein Angriff oder sowas. Oh, das dauert jetzt aber verdammt lange, dass kein Strom da ist, oder? Vielleicht ist da auch irgendwas anderes passiert, irgendwo anders passiert. Ole ist noch da. Jetzt läuft's auch wieder. Okay. Das war ein verdammt langer Angriff, ne? Stellt sich jetzt die Frage. Gucken wir nach. Oder arbeiten wir weiter? Ja, wir bleiben erstmal hier. Forschung läuft. Da sind solche Sachen drin. Ich glaube, die Zahnräder können wir dann mal rausnehmen. Werden die noch aussortiert? Nein. Ach so, wir haben ja hier unten noch die einzelnen Sachen. Da, da und da. Gut. Was wird hier? Einfach nur geschmolzen. Erz. Da werden Stahlträger gemacht, ne? Ja. Da haben wir nur noch zwei. Die tun wir da mal gerade aber auch rein. Ach so, die kommen von dort nach da. Dann passt das ja. Gut. Stahlträger laufen da durch. System läuft aber ziemlich gut. Ich glaube, der hat nichts mehr zu tun. Dann machen wir den daneben hin. Der hat da keinen Strom. Aber leider haben wir auch keine Möglichkeiten für Strom gerade. Achso, ich bin zu weit weg, deswegen geht das nicht. Ne, das war der elektrische Erzförderer, den wollte ich nicht haben. Ich wollte den haben. Machen wir so, ne? Und dann da richtig hin. Passt. So, der läuft dann beides wieder. Obwohl, den können wir nochmal wegnehmen. Der muss weiter hoch. Da muss der hin. Dann geht er auch. Gut. So. Läuft erstmal. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir noch, sag schon, warte, hier war das Förderband, ne? Und wir haben die da unten drin, und dann packen wir die doch da rein. Ob wir mehr Verteidigung brauchen, das war mein Gedankengang gerade. Aber wir wollten eigentlich auch da unten bei den Viechern noch ein bisschen gucken, ne? Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sollten wir in den Zug einsteigen und losfahren? Ich glaube ja. Holy Fire, können wir da hinfahren? Der fährt gar nicht. Das heißt, da ist keine Kohle drin. Doch, Kohle ist da. Jetzt fährt er. Da war was ausgewählt, was wohl nicht funktionierte, ne? Wir fahren da mal hoch und gucken mal gerade lieber nach, weil das eben so lange dauerte mit dem Stromausfall, ne? Das kam mir so ein bisschen komisch vor.
So, dann sind wir aber auch schon da. Ah, da waren die vom letzten Mal. Oh, okay, der ist jetzt nicht runtergefallen, ne? Ne, das sieht aber alles noch einigermaßen aus hier. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Hier ist kein Dingens dran, ne? Geht der dahin? Ne. Liegt wahrscheinlich dran, weil wir nicht ausgestiegen sind, ne? Aber da ist wahrscheinlich auch gar nichts drin, ne? Genau so sieht's aus. Okay, die packen ein, das ist auch gut. Auf der anderen Seite, brauchen wir das noch alles? Wir brauchen es bestimmt für die Stahlträger und so und Stahlplatten. Das ist ja reichlich, ne? Ja, auf der Karte hier sind am Rand sind sie ja, ne? Und da oben wahrscheinlich auch. Hier unten ist überall noch was. Da wissen wir auch nicht genau, was da ist. Ist auch zu interessant wäre zu wissen, was passiert da wirklich, ne? Jetzt ist dunkel, jetzt sehe ich auch noch nicht mal was, ne? So rum wäre richtig, okay. Aber ich könnte dann auch, glaube ich, den anklicken. Oder was ist der? Das ist der Takt. Station hinzufügen und das ist hier oben. Zur Station springen. Losschicken, okay, dann ist das geklärt wahrscheinlich. Kohle ist noch genug drin. Und der ist voll, dann können wir auch fahren. Macht er auch. Holy Fire ist da unten. Mark J-Sec ist woanders, weiß ich aber nicht wo. Und da fährt er viel schneller, ne? Dann lädt er auch aus. Gut, das passiert alles, das ist alles gut. So, müssen wir einmal gucken, was hier rausgeschmissen schon ist. Okay, das ist nicht viel. Da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet. Okay, wir haben einiges schon, aber 439 von 1500, da müsste mehr passieren. Vielleicht sollte man das auch machen. Da wird Kupfer gebrannt, ne? Ja. Hier werden auch noch Stahlplatten gemacht. Achso, das ist ja der, das ist die Verbindung von da nach da. So, dann würde ich sagen, machen wir den da weg. Und setzen den da wieder hin. Aber, ach so, das passt vom Platzangebot nicht her. Den weg. Und einen weiter nach links. Und dann da, nee, das ist der verkehrte, ne, oder? Den nehmen wir da weg, setzen den dahin, der packt da rein. Und da müssen wir drehen. Der packt dann da rein. Das würde passen. Und dann brauchen wir noch einen. Der muss die Kohle da reinpacken. Dann brauchen wir tatsächlich noch so einen roten, ne? Haben wir aber auch noch. Drehen. So, jetzt läuft der. Der packt's da rüber. Der deaktiviert. Oh, da ist wieder Stromausfall. Aber nicht so lange. Da müssen wir aufpassen, dass es nicht zu viele Viecher sind, die es danach ergibt, ne? Und wofür ist er gut? Ah, er packt da was rein. Okay, dann machen wir das anders. Weg. Also Kohle, Kohle und Eisen, Eisen. Raus. Stahlträger sind das dann. Hier. Das ist da, da und da packt er Stahlträger raus.
ist die Frage, was wir hier Stahlplatten müssen wir aber auch noch machen. Die müssen ja auch noch durchs System durch, ne? Die machen wir dann dahin. Ja, die brauchen wir auch. Die sammeln wir auch. So, dann sollte das mehr werden. Passt. Gut. Das läuft. Das läuft hier auch super. Kugelfeuerrate. Hier wird's weniger. Der ist aber auch angeschlagen. Der nicht. Das kann aber auch nicht mehr lange dauern, bis der leer ist, oder? Irgendwo konnte man das sehen. Ach, wenn man drauf ist. 1100, okay. Und da 2,7. Okay, ist noch reichlich. Eisenplatten sind genug da. Da gibt's auch 20 mehr. Hier läuft nichts mehr, weil keine Förderbänder da sind. Solarpanels. Würde ich jetzt da sagen, machen wir so. Eisenplatten kommen rein, aber Zahnräder würden nicht reinkommen zurzeit, glaube ich. Das ist da genauso schlecht. Und die kamen von hier oben, ne? Da wird Munition produziert zurzeit. Und keine Zahnräder. Die sind hier ausgeschaltet. Wo sind die Zahnräder? Da. ja. Zahnräder produziert aber zurzeit keiner. Weil was fehlt? Keine Ahnung. Eisenplatten, ne? Genau. Die müssten hier vorbeikommen. Kommen sie aber nicht. Die Kohle läuft da, die ist da ja vollkommen falsch, ne? Ah, jetzt ist die Frage, ob ich das da wegkriege. Nee, so nicht. Und dann gehen die Öfen auch wieder an da oben. Und da ist wieder Feuer zugange. Die Kohle war da auf dem falschen Band, deswegen haben wir da ein Problem, ne? Jetzt wird natürlich hier oben wieder ohne Ende Eisenplatten gemacht, aber die brauchen wir auf der anderen Seite auch. Und Kupfer ist auch noch gefragt, ne? Das wird hier gemacht, ne? Ja. Da war Munition, okay. Der packt das. Oh, alles klar. Mehr können wir nicht annehmen. Kupferplatten 3000, gar kein Problem, haben wir schon. Super. Ha? So muss es laufen. Das bedeutet aber auch. Eigentlich muss da nichts mehr eingelagert zurzeit werden. So, dann läuft auch die Munition wieder. Müssen wir mal gucken, ne? Einmal Stahlträger, fünfmal Kupferplatten. Aber die Kupferplatten, die Stahlträger kommen da auch rein. Alles gut, also läuft's auch da wieder. So, wir haben ja schon zwei Sachen dann, ne? Gut. Da wird's auch mehr. Na, Eisenstangen schmeiß mal da rein. Verbrennungsmotorbestandteil kann ich da auch reintun. Eisenplatten, ja. Ich habe die vorher in den Inventar auf dem und in den Kofferraum deines Autos. Ja, dann packen wir das mal ins Auto, oder? Das Auto steht da oben. Dann sagt er aber nichts mehr dazu. So, wenn ich jetzt einsteige, ist es dann wieder grün? Ja, dann ist es grün. Okay, das brauchen wir also mehr Platz. Das rüberpacken. Und was war noch? Stahlträger sind drin, Solarpanels sind drin, panzerbrechende Munition ist das.
Eisenplatten haben wir nicht dabei. Gut. Kann man aber auf jeden Fall aufsteigen. Oh, nee. Halt, stopp, nicht davor fahren. Ah. Falsche Taste gedrückt und schon ist kaputt. So ein Shit aber auch. So. Eisenplatten, Stahlträger und panzerbrechende Munition ist gefragt. Und so. Und ja, das dauert dann noch, ne? Ja, aber schon ein bisschen mehr, aber das ist boah, noch richtig viel. Richtig viel. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste erwischt, das wollten wir gar nicht. So. So, Forschung läuft. Geht auch die Kugelfeuerrate. Das ist alles gut. Jetzt ist noch die Frage, da gucken wir mal rein, wie es mit der Verteidigung so aussieht. Eisenrüstung, schwere Rüstung, Handgranaten. Normale Munition. Haben wir. Schrotpatronen. Wir haben noch nicht mal eine Rüstung, ne? Können wir jetzt mal produzieren. Wo ist die gelandet? Ich sehe die nicht. Aha. Ach, die hat er automatisch angezogen. Alles klar. Waffe, Waffe. Munition, Munition. Waffe geht gar nicht. Maschinengewehr. Kupferplatten fehlen. Irgendwo war die Kiste da oben. So, wieder runter. Feuergeschwindigkeit 15 plus 6 Sekunden. Ich mach das mal. Aber die habe ich ja schon, ne? Macht er das dann da rein? Ja, geht auch. Gut, okay, Waffe ist es. Erstmal geklärt. So, Forschung läuft noch, dauert noch einen Moment. Ja, wir müssen gucken, dass das hier, aber der läuft ja hier wie wild, ne? Gut, nochmal zum Auto. Ich könnte noch die anderen Sachen auch noch mitnehmen, ne? Aber das wird ja gerade nicht mehr, ne? Quatsch, da, fertig. Ja, ich habe lauter Eisenplatten im System. Die werden hier oben gerade produziert. Puh. Ich glaube, dann müssten wir einfach welche abschalten. Das ist zu viel. Ich mache mal 2, 3 Öfen aus. Ja, besser ist das. So, einmal ins Auto eingestiegen. 3000 haben wir. Inventar. Das Inventar wollte ich. Das rüber, das rüber. Stahlträger brauchen wir noch 1000 ungefähr. Munition brauchen wir noch 2400 und Eisenplatten brauchen wir noch 2000. Okay, das ist noch einiges. Stahlträger haben wir da noch welche. Der Rest ist nicht dabei. Gut, okay. Passt. Jetzt bin ich schon wieder gefahren. Wollte ich gar nicht. Lass den da stehen und steig aus. Gut. Das läuft erstmal. Wir müssen gucken beim nächsten Mal, dass wir die Produktion von diesen Sachen, die wir noch brauchen, besser steigern. Panzerbrechende Munition muss mehr werden, Stahlträger und Eisenplatten. Die Eisenplatten laufen eigentlich relativ gut, denke ich.
Die Stahlträger sollten eigentlich auch laufen, aber da oben funktioniert's nicht. Ah, da fehlt's Eisen, ne? So sieht's aus. Da fehlt das Eisen, genau. Hier fehlt Eisen, welches oben genug drauf ist. Da müssen wir mit dem Zug nächstes Mal woanders lang fahren. Ist da noch was drin? Nee. Holen wir nächstes Mal eine Fuhrerzug und die müssen wir hier auf dieser Seite entladen. Das ist das nächste dann. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.